Felix Klaus, würden Sie mir widersprechen, wenn ich sage, Sie sind einer der Garanten, dass der SC Freiburg noch die Kurve gekriegt hat? Ja, ich denke schon. Ich denke, dass einfach alle, der ganze Kader einen riesen Eindruck hat. Wir haben jeden Tag hart gearbeitet und da gibt es keinen hervorzuheben oder sonst was. Wann haben Sie denn persönlich gespürt, dass der Klassenerhalt zum Greifen nah ist, dass das der SC Freiburg noch packt? Ich denke, dass eine richtige Wende kam beim Spiel in Frankfurt, wo wir 4-1 auswärts gewonnen haben. Ich denke, es war für den Kopf ganz, ganz wichtig für uns. Und an dem Tag an hat nicht jeder gewusst, dass es noch richtig viel möglich ist und das war ein ganz wichtiger Sieg. Man sagt ja immer, es sei schwierig für neue Spieler, das System von Christian Streich lesen zu können und zu verinnerlichen. War das bei Ihnen auch so? Ja, am Anfang habe ich mich sehr schwer getan. Es kam noch eine Verletzung dazu, das hat mich ein bisschen aus der Bahn geworfen. Dann habe ich im Winter einfach viel an mir gearbeitet und habe probiert, alles zu machen, um der Mannschaft zu helfen. Und dass es dann natürlich so gut geklappt hat, ist natürlich riesig.